Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht, seit vorletzter Woche nehme ich bei unserem Schlagzeuger Moritz Müller Schlagzeugunterricht. Das Ziel soll sein, in der kommenden Woche die komplette Folge TV Total am Schlagzeug zu begleiten. Oder, ja, Moment, ja, nee. Wir warten Sie erst mal ab. Wir warten Sie erst mal ab. Wolfgang, das hilft mir auch nicht weiter, wenn du so reagierst. Wir warten Sie erst mal ab. Ja. Ich werde den Gig schön nach Hause nageln, das verspreche ich dir. Ja, so sagen wir Drummer das. Ich sag mal so, ich habe viel geübt, ich bin auch schon besser geworden und den Rest sehen Sie jetzt. Heute ist es endlich soweit. Ich bekomme meine zweite Schlagzeugerstunde. Moritz bringt mir bei, wie ich der beste Drummer der Heavytones werde. Was heißt der Heavytones? Der Welt werde. Ich bin mal gespannt, was er für mich auf Lager hat. Also, gehen wir mal rein, oder? So, wo ist Moritz? Moin, Moritz. Ja, grüß dich. Das sieht ja gemütlich aus. Na? Grüß dich. Was machen die Hände? Ich bin stolz, meinem Lehrer heute zu zeigen, was ich alles kann. Ja. Okay, dann musst du jetzt nur noch aufbauen. Wie soll ich denn aufbauen? Das war doch letztes Mal schon, das stand doch schon da. Ja, du bist jetzt Profi. Machst du das auch selber noch? Manchmal ja. Manchmal mache ich das auch selber noch. Manchmal ja, hört sich so an, du hast das auch seit Jahren nicht mehr getan, oder? Hast du einen Dödel, der das macht? Ich habe ab und zu mal einen Drumtag, der das aufbaut, aber ich würde den jetzt nicht vor der Kamera Dödel nennen. Gedankennotiz an mich, ich brauche unbedingt einen Drumtag. Mhm. Das ist aber ein Dödel. Auf Deutsch, ja. Okay. Du musst erst mal die Koffer aufmachen, das ist immer ein guter Tipp. Das habe ich, da, sehr danke, also, ja? Dass ich die jetzt also, nicht im Koffer lasse. Ja, man weiß ja nie. So, zack, da ist sie, die Bassdrum. Wir haben ja hier diesen Rotzeteppich, ne? Müssen die immer so angesifft sein? Oder? Nee, das ist halt zwangsläufig so, weil jeder Musiker trinkt ja auch auf der Bühne. Ist das so, jeder muss trinken? Jeder muss trinken. Wieso trinken wir denn nicht? Jawohl. Boah, geil, oder? Prost. Cheers. Jetzt verstehe ich zum ersten Mal Schlagzeug spielen. Ja. Also Bassdrum habe ich jetzt schon mal. Ja. Cool, hier oben sind zwei Löcher und wir wissen... Ein Loch ist dafür da, um zu stoppen. Ja. Richtig. Okay. Das brauche ich. Mhm. Und zwar gehört das... Hier rein. Ja, passt. Ja, passt. Da gehört das rein. Und zwar nicht ganz rein, sondern ein Stückchen. Genau. Rein. Bis hier macht man das. Und genau. Das zeigt immer nach links. Bisschen weiter eindrehen. Ah, das andere. Okay. Ich habe drei Becken und eine Hi-Hat. Haben wir drei gehabt? Ich glaube nur zwei. Ich spiele eigentlich erst ab drei Becken richtig. Ach, wirklich? Schlagzeug. Jetzt sag nicht, du hast nur zwei Becken eingepackt, ne? Weil ansonsten kann ich nicht auftreten. Okay. Ja, okay, müssen wir respektieren. Sag mir ganz kurz, wofür ist hier... Genau, das ist für die Floor Tom. Floor Tom ist die Tom, die auf dem Floor, auf dem Boden steht. Ah! Die Snare. Floor-Tom. Ganz ehrlich. Boah, ich muss jetzt aber auch erstes Mal. Das wird einem noch machen. Geiles Shirt. Hab ich mir extra. Ich habe mir online 10 Drummer-T-Shirts bestellt. Ach, geil. Ja, weil ich dachte mir, geiles T-Shirt. Halbe Kunst. Und die Floor-Tom, wissen wir alle, steht ungefähr hier. Ja, ungefähr. Dann nehme ich jetzt. Einen von denen. Das. Tom vielleicht? Das hier, das nehme ich jetzt. Okay. Jetzt weiß ich aber auch immer, warum diese Welttourneen 4 Wochen, 6 Wochen dauern. Du bist ja alleine 3 Wochen damit beschäftigt, das scheiß Ding aufzubauen. Super! Klasse! Und super. Ganz ehrlich, rubbel die Katz, das ging noch zügig. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, was du da... Spielen muss ich auch noch, ne? Zu Hause. Ich glaube, ich habe das Handgelenk vorhin da verstaucht. Echt? Sonst machen wir es nächste Woche. Nein, nein. Mhm. Das ist gut, weil du spürst dann den Schmerz in der Musik. Und das ist einfach wichtig für den Ausdruck. Damit kannst du Technik überspielen, die nicht vorhandene Technik. Das ist geil. Ja, dann mache ich das mal. Also, jetzt kommen wir zum praktischen Teil. War ich wieder raus. Nee, mir fehlen Fill-ins.
Die Fill-Ins, das ist alles Poser-Kram. Das brauchen wir gar nicht so sehr. Also, doch! Wir Poser-Scheiße, da steht mein Name drauf. Eigentlich geht's so. 1, 2, 3, 4. Kannst du das bitte nochmal machen? Big the Rittake, Pitteke. Ja, also. Was machst du? Wie? Das ist jetzt wirklich sehr detailreich. Das schaffe ich, wenn du es. Okay. Nein, nee, schaffe ich nicht. Nee, also ich möchte schaff wirklich. Ich wir haben ein bisschen was abzuarbeiten. Wir müssen noch zwei Sachen. Es tut mir auch so leid, weil du so ein netter Kerl bist. Leid. Und dir die Wahrheit so habe ich früher unwahrscheinlich viele schlechte Noten bekommen. Mit genau diesem Satz. Es tut mir unwahrscheinlich leid, weil du auch so ein netter Kerl bist. Aber ja. Es ist mangelhaft. Auf einer menschlichen Ebene ist das schon super. Nee. Meine Fresse, ey. Ein Glück bist du die Psychotherapeut. Die Leute würden nie durch die Tür gehen. Die würden sagen, ist okay, wenn ich aus dem Fenster hüpfe? Da würdest du noch sagen, nee, ist Erdgeschoss. Und das ist jetzt ein Lied von dreien, was ich dann spiele. Genau. Use Me von Bill Withers. Du kennst dieses Riff. Doch, du kennst es. Aber du kennst Bill Withers. Es ist 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Geil. Kann ich mir drauf schaffen. Ich würde es noch ein bisschen verfeinern und würde 1 und 2, 3 und 4, also immer Doppelschläge mit dem Fuß auf die Achtel spielen. Okay. Aber oben die Sechzehntel. Oh, Alter! Okay, oh, fuck, ey. Yeah. Also, okay. Use Me von Bill Withers, meinem Lieblingsinterpreten, würde ich sagen, da knallt es hier schön durch. 1, 2, klacki. Ja. Drittes Lied. Drittes Lied. Und zwar ist das von Robin Schulz featuring Rita Ora. Und da haben wir einen Four on the Floor Groove. So, da. Sehr gut. Jetzt nimmst du mal die Hände und spielst auf der Hi-Hat 16. Beide? Genau, weil das ein relativ schnelles Tempo ist. Alter, das ist das Problem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wie mache ich das denn jetzt noch da unten? 1, 2, 3, 4. Nee. Das musst du aber. Jo. Ja, eine Woche. Du hast die Woche noch, ja? Bis dahin. Herzlichen Dank. Und damit zurück ins Studio. Ein ganz, ganz riesiges, herzliches Dankeschön an Moritz. Ey. Moritz, ich habe irgendwie, beim Spiel, mir tut die Hand weh. Warum? Was mache ich falsch? Ja, kann man ruhig Mitleid. Sie haben recht. Wer hat Ohr? Das geht besser. Komm, geben Sie mir alles. Oh. Ah. Aua! Warum? Was mache ich falsch? Außer allem. Alles. Was? Alles. Ich mache einfach alles falsch? Halte ich die Hand falsch oder was ist das? Und können wir noch mal über Robin Schulz und Rita Ora sprechen? Weil ich komme Hi-Hat ist so weit weg von der Snare, dass ich... Ich bin da in der eigenen Zeitzone. Mir wäre es egal, aber ich weiß, dass Wolfgang mir hinterher einen auf die Decke gibt, von wegen, das war kein Takt, das war Geräusch. Was war das? Hast du noch was anderes? Was könntest du mir... Was hättest du denn? Wo siehst du mich denn? Außer dem Schnitt nirgendwo, ja. Weil ich weiß es doch. Ich weiß, wie er antworten wird. Warum frage ich ihn? Warum frage ich dich überhaupt? Es kommt immer, ja, wir machen das schon. Jetzt versuchst du hintenrum wieder zu versöhnen, damit wir gleich in unserer Männer-WG wieder nett zueinander sind. Danke Moritz an dieser Stelle. Nicht danke an Wolfgang. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde weiter üben. Und nächste Woche wird es dann ernst. Ja?
Ich zähle auf euch, ne, auf euch alle anderen. Spielt schön laut, sodass man das Schlagzeug, welches ja grundsätzlich ein sehr leises Instrument ist, das hört man dann so gut wie gar nicht. Apropos üben, wie geht's eigentlich Lucy? Können wir noch mal ganz kurz zu Lucy schalten? Ach klar, sie ist auch dran. Nee, das reicht schon. Das ist wunderbar. Ich wollte nur wissen, wie... Ich sag Ihnen, die singt schon so lange. Juppie Heesers Frau ist inzwischen 95 geworden.